ich kann nur sagen, oh ja, und wie die Freude macht, die Maschine. Herrlich, die fährt ja wie eine neue. Ja, wie ihr sehen könnt, heute erste Proberunde mit der alten ZX9R. Im letzten Video konntet ihr ja sehen, wie ich das Teil abgeholt habe. In der Zwischenzeit habe ich das Ding natürlich einmal durchgeschaut. Das Teil hat einen Ölwechsel gekriegt. Ich habe die Blinker getauscht, ich habe das Rücklicht getauscht. Das kann ich euch ja jetzt gleich einmal zeigen. Und ja, heute geht es mal darum, wie fährt denn dieses Teil? Ja, wie ihr sehen könnt, hat das Teil kleine Blinker gekriegt, ein getöntes Rücklicht und der Auspuff, der saß falsch, der war ein bisschen verdreht, da war die Schelle außen angebracht. Der ist jetzt auch wieder gerade. Ja, und ansonsten, ja, Kette in die ordentliche Stremme gebracht, alles gefettet. Und ja, wichtigste halt Ölwechsel. Und ansonsten, ja, war mit dem Ding ja nichts. Das Ding hat ja einfach nur optische Mängel. An sich wurde das Teil ja immer gewartet bei Kawasaki. Ja gut, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt wollen wir das Teil mal fahren und mal gucken, ja, was kann es denn noch nach 23 Jahren? Kann es immer noch mein Herz erwärmen oder möchte ich ganz schnell wieder auf meine H2 SX? Ich kann nur sagen, oh ja, und wie die Freude macht, die Maschine. Herrlich, die fährt ja wie eine neue. Alter, wie geil fährt dieses Motorrad denn? 23 Jahre alt. Und da merkst du nichts von. Ja, und wie wir sehen können, die alte 9er kann tatsächlich noch was. Also die kann einen schon noch das Grinsen ins Gesicht zaubern. Und dabei begeistert mich jetzt nicht unbedingt dieser Durchzug oder so, der wirklich gut ist. Aber mich erstaunt teilweise wirklich, wie gut dieses Teil fährt. Also der gerade Auslauf, wie ruhig die fährt, wie gut die Gas annimmt. Und das für ein 23 Jahre altes Moped. Daran merkt man halt, dass sie wirklich ja bei Kawasaki immer gewartet wurde.
weil sonst, wenn da einer nicht nach wieder geguckt hätte nach den Jahren, würde die nicht so sauber fahren. Naja, und ich finde, das alte Mädchen macht auch immer noch eine gute Figur. So, aber wie sieht es denn in diese Richtung aus? Hier waren wir ja letztens schon mal mit einem Mikrocamper, aber da hatten wir Alpenblick. Und heute alles noch Hochnebel. Aber gut, dann fahre ich halt weiter. Ja, dann halten wir doch mal an diesem schönen Fleckchen Erde an. Schaut euch das an. Ja, aber letztendlich ging es ja heute darum, die Frage zu beantworten: Kann ein 23 Jahre altes Motorrad noch Freude bereiten? Und ich kann getrost verkünden, oh ja, kann es. Ja, wie ich halt schon sagte, ne, im Gegensatz zu meiner SX muss ich natürlich Abstriche machen. Natürlich haben wir hier die Sicherheitsfeatures nicht, wie ABS, Traktionskontrolle und. Naja, aber ich fahre nun schon jahrelang Motorrad und diese Sachen gab es vorher auch nicht. Und naja, ich bin immer noch heile über die Runden gekommen. Denn dann muss man halt so ein bisschen wieder seinen Popometer einschalten und selber mal ein bisschen mehr nachdenken. Kann vielen Leuten eh nicht schaden im Straßenverkehr, wenn man das sieht. Immer mal ein bisschen mehr Hirn statt Technik. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Na, und da sie technisch so toll ist und sich so gut fahren lässt, ja gut, da spricht ja auch nichts dagegen, sie jetzt erstmal zu fahren. Ich weiß, irgendwann wird es mich wieder hinziehen in Richtung der H2, also in der SX-Variante. Allerdings, wenn man mal beim Händler guckt, Junge, mit den Preisen, das ist ja bald schon nicht mehr normal. Also in der Variante, wie ich sie gerne hätte, ist man dann seine 26.000 Euro los. Oh Mensch, und das Ding hat immerhin nur zwei Räder, ne? Und das muss ich halt in Zukunft erst zeigen. Ob es mir das noch wert ist, das auszugeben, das weiß ich wirklich noch nicht. Mal schauen. Erstmal Spaß haben jetzt mit der 9er. Ja, und gucken, wo es sich hin entwickelt. Jo, und somit sind wir am Ende von diesem kleinen, ja, Update-Video. Und dann würde ich mal sagen, mir bleibt wieder nichts mehr zu sagen, außer ciao.